Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit Bayern. Wir sind im Krieg mit den Mamelucken, zusammen mit Polen. Wir sind natürlich sowohl truppentechnisch als auch stärketechnisch meilenweit voraus. Ich erwarte keine großen Probleme. Hallo, jetzt komme ich hier rüber. Der Osmane macht die Flotte hier fertig. Ja. Da bin ich. Wir haben hier schön ein bisschen was erobert. Oh, Venedig holt sich die Flotte vom Osmanen. Also der Osmane wird jetzt total zerfetzt. Sieht man nicht sehr häufig so ein osmanisches Drama. So. Osmanisches Drama. Österreich. Polen. Wo ist denn eigentlich der Mameluke mit seinen Truppen? Gute Frage. Gute Frage. Anscheinend nicht in meinem Reich. Nicht in meinem Reich. Hoffentlich krieg ich die. Ja. Das wird natürlich ein Gemetzel. Was? Das war kein Weib? Willst du mich verarschen? Kann das angehen, dass das kein Vibe hier ist? Sollte mal ein bisschen die Geschwindigkeit langsam machen. Griechischer Separatismus. Griechenland erhält Kernprovinz, bla 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 bla. Ist da irgendwas von mir mit drin? Werden wir gleich sehen. Oh, ich dachte irgendwie, es hat sich gerade eben Griechenland gegründet. Nein. Griechenland. Nein, gibt's nicht. Nein, das ist nicht die Hauptstadt von Griechenland. Okay. Irgendwie dachte ich, dass sich gerade Griechenland gegründet hat, irgendwie. Hätte ich mal genauer lesen sollen. Aber egal. So, hier ist die Festung gefallen. Weiter, weiter. Rüber. Es möchte noch niemand raus aus dem Krieg. Hier holen wir uns diesmal die 5000 Mann. Oh. Hier sind viele, viele Truppen. Blaue Horde hat anscheinend eine recht mächtige Armee. Aber soll mir tatsächlich egal sein. Oder marschiere ich darauf? Ich meine, die Schlacht da ist eh schon geschlagen. So, ich wollte noch ganz kurz gucken. Jetzt wählen alle Pommern plötzlich. Das will ich irgendwie verarschen. Und die Provence? Ist... Oh nee. Provence, was machst du? Weg mit dir, Provence. Die Provence ist kein Mitglied im Kaiserreich mehr. Na gut, so bauen wir auch unsere Bündnispartner ab. So. Letzte Provinz. Gut, wir gehen dahinter. Unsere Truppen marschieren.
Wie schaut's denn hier aus? Blaue Horde, du hast viel Kriegsmüdigkeit. Möchtest du raus? Ja, tatsächlich. Und gibst mir noch 1000. Okay. Und tschüss. Ich habe gesagt, du interessierst mich nicht und gibst mir für das, dass du mich nicht interessierst. 1000 Moneten. 1000 Dollares. Das mache ich doch. Wahnsinnig. Gerne. Jetzt könnte ich Sachsen in den Krieg rufen. Sachsen interessiert mich nicht. Wir besetzen jetzt einfach nur der Inquisitor wird sich an Frankfurt wenden, warum auch immer. Wir besetzen uns jetzt einfach mal den Mamelucken. So, da wir hier Ruhe haben schnell, wir würden gerne Konstantinopel zum bayerischen Staatsgebiet machen. Wow. Ich würde hier gerne tatsächlich alles zum Staatsgebiet machen. Okay, einmal noch 61. Wir holen uns den Papsteinfluss mit Rekrutenreserve. So, weiter geht's. Frankfurts Meinung hat sich geändert. Positiv, sehr gut. Nehmen wir. Der Mameluke möchte schon Frieden, was? Wir haben ja noch nicht mal wirklich einen Kriegsstand, mein Freund. Noch nicht mal richtig Kriegsstand. Also nur mal angenommen, ich hätte gerne, ich hätte das. Jo, wäre drin. Wäre definitiv drinnen. Frankreich, Mameluke, Osmane gegen mich. Hört sich brutal an, lache ich ehrlich gesagt momentan darüber. Aber Kriegsstand, so wäre eigentlich noch cooler, glaube ich. So wäre noch cooler. So wäre noch cooler. Ja, so wollen wir das. Dafür fehlt uns allerdings noch ein bisschen. Klitzekleines bisschen. Geh mal du lieber hier runter. Du gehst mal dahin. So, wir schauen das mit den Truppen aus. Ja. Scherzal. Ein Scherzal. Komm, wir drehen wieder ein bisschen schneller. Der Krieg ist nur noch pro forma. Ist nur noch ein pro forma Krieg. So, Waffenstillstand gegen Frankreich wäre beendet. So, Ajura noch da unten. Okay. Puh, momentan 33. So, kommen wir nach Ajura. Ja. Oh, hier bin ich ohne Anführer. Oh Gott. Dragna, was? Oh, was machst du? Wollte ich sagen. 4652, Gott, Anführer. Geil.
Also von diesen typischen, oh, nur Gottanführer sind 6666, von dem halte ich relativ wenig tatsächlich. So, Makurien, du kannst dich einfach nur... Ach komm, dich können wir auch einfach nur besetzt lassen. Na komm, geh einfach raus. Geh raus, dann bist du weg. Gib mir deine Kohle, verpiss dich. Du hast eh nichts. Nichts, was nur irgendwas wert wäre. So, 48.000 Mann gehen noch schneller runter nach Ajuran. Bayerisch-Palästina wollen wir jetzt gerade nicht. Wollen wir... Okay. Wie schaut's denn aus? Österreich 73%. Oh, Eger ist erschöpft. Hier oben ist Eger. Schade, schade. Ja, aber Mameluke, du weißt, was ich will von dir. Nur mal so als Gegenangebot. So, Kaiser, wie schaut's denn hier aus? Bayern. Bayern. Sachsen ist wie immer ein mieser Verräter. Und wir haben momentan 2, 4, 6. Trent, Utrecht, am liebsten wäre mir ja der Kirchenstaat, aber der bringt mir halt momentan auch nichts. Sachsen müsste ich auf meine Seite ziehen. Aber Sachsen ist einfach ein Arschloch. Sorry an die Sachsen, aber in dem Fall ist es halt einfach so. So, Krieg erledigt. Krieg erledigt. Ja, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Der Osmane musste zurückgeben. Der Osmane musste zurückgeben. Interessant. Interesting. So. Wir können. Ja. Och. Och. Jetzt könnten wir sogar noch eine Provinz nehmen. Ich glaube nur nicht, dass hier noch irgendeine interessante. Ja, doch, wäre es. Wäre es. Aber wir. So schaut es halt sehr gut aus, wenn ich so und so mache. Gefällt mir das fast sogar noch besser. Wegen der Festung hier auch. So. Damit, Josef, der erste Auftrag wurde erfüllt. Und jetzt glaube ich, habe ich genug zu tun. Nächstes Ziel wird erst also erstmal Venedig natürlich sein. Und dann die nächsten langfristigen Ziele. Ja, ich muss unser Reich verbinden. Das geht einfach nicht. Oh Gott, was ist draußen? Ich habe keine Ahnung, ob man das durchs Mikrofon hört. Durchs Frankreich, weil hier gerade Frankreich aufpoppt. Irgendein Kind schreit gerade hier ziemlich krass vor meiner Tür. Keine Ahnung, was hier wieder abgeht. So, also, wir müssen unser Reich natürlich miteinander verbinden. Das kann ja nicht ganz angehen, dass wir nicht überall hinlaufen können. Das heißt, wir müssen uns hier durchfressen. Wir müssen hier bei Ungarn noch irgendwas machen.
Und Chili? Wir müssen hier uns natürlich durchfressen. Könnten ja mal hier versuchen, so weit wie möglich so ein bisschen auch Mittelmeerküste zu erobern. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Spanisch Maghreb und Portugiesisch Maghreb. Okay. Tunesien und Marokko wurde komplett von Portugal und Spanien gefressen. Auch interessant, auch interessant. Okay, lag. So, mal kurz Pause. Mal kurz Pause. Wir haben schon wieder so viel Kohle. Wir müssen Korn schon wieder. Wir können allerdings hier auch schon nebenbei wieder ein bisschen die Religion verbreiten. Provence müssen wir hier noch kündigen. Österreich dauert nicht mehr lange. Geilo, geilo. Das tun wir weg hier, das tun wir alles weg, das tun wir weg. Das tun wir weg, das tun wir weg. Das tun wir weg, das tun wir weg. Und das tun wir auch weg. Ups. Grenzdisput. Wir können einen Anspruch auf Philibre erstellen. Ja, mach mal. Die mich jetzt mögen, die Osmanen, ist mir so ziemlich Latte. Ja. Hier geraten wir immer weiter ins Hintertreffen. Vor allem Diplo. Militär sind wir natürlich schön weit vorne, ist klar. Das ist klar. Die Handelseffizienz. Wir können es uns ja erlauben momentan. Was? So ein Schrott. Legitimität auch noch in Frage gestellt. Hey, was geht mit euch ab? Was geht denn mit euch hier ab? Aha. Wir brauchen ein paar... Ach, da haben wir E-Truppen. Immer das Geld mit. Wir bauen mal noch ein bisschen was. Ich hätte gerne noch die ein oder andere Universität, glaube ich. Kairo ist mit der Hauptstadt von Bayern. Ja, warum auch Kairo? Blablabla. Hat Universität. Okay, wir bauen mal noch ein paar Universitäten. Weimar, ja, da Landshut, Ingolstadt, Freising. Wo gefällt es mir denn noch? Regensburg. Ja, okay, lassen wir mal so. Dann Paris. Okay, Geld ist eh schon weg. Passt, passt, passt. Truppen würde ich auch gerne mal wieder aufrüsten. Wobei, wir kriegen jetzt dann österreichische Truppen. Wir kriegen jetzt dann österreichische Truppen. Gut. Hätten wir. Dann, was können wir denn hier noch machen? Prestige, Legitimität... Haben wir auch so kein Problem mit der... Ach, Quatsch. Nein, auch hier kein Problem mit der Legitimität. Wir sind nicht die Ersten natürlich, okay. So, was können wir dann... Machen wir mal die raue Behandlung. Wenn Österreich mal durch ist, dann wird's
etwas angenehmer. So, Kaiserreich, wie schaut's denn aus? Schlecht. Ist auch Luca plötzlich wieder weg. Ja, Luca und Sachsen, das wären die zwei, die ich eigentlich dringend bräuchte. Das wären die, die ich bräuchte. Schon wieder 15 Legitimität. Das ist ja Wahnsinn. Nur mit Vorsicht. Also eigentlich hätte ich ja lieber gern die Stabilität. Schweiz interessiert mich nicht. Schweiz interessiert mich nicht. Hier oben sollen der schmoren. Da komme ich jetzt gar nicht hin gerade. Deswegen hätte ich gerne noch einen weiteren Trupp eigentlich. Und in Chor rebellieren sie auch schon wieder. Na komm, bayerische hier Militär. Wo sind meine Transportschiffe? Wenden. So, meine Truppen kommen. Dann kümmern wir uns einmal hier rum. Und dann tun wir die Truppen noch hier rauf. Aber ich glaube, jetzt muss ich wirklich mal kurz ein bisschen vorsichtiger sein. War jetzt hier noch was? Nein, Highlander. Okay. Den Prestige können wir in Kauf nehmen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt wieder hier die Spiecheln anfangen und jeden im Bündnis anbieten. Aber wir sind eh schon drei drüber. Hier kündigen wir mal wieder. Brauchen wir gerade nicht mehr. Österreich hat sich hier um unsere Aufständischen gekümmert. Das ist sehr schön. So, dann hätten wir wieder alles. Nehmen wir die Inflation, die stört gerade am wenigsten tatsächlich. Bürger oder Klerus? Machen wir mal die Bürger. Ach, wir könnten mal ganz kurz gucken. Wir haben hier schon lange nicht mehr so eine Quest gemacht. Loyalität für alle. Grundsteuern Heidelberg 8, das ist doch schon mal gut. Unterwerfungskriegsgrund gegen Baden, nö. Hat eine Manufaktur in Konstantinopel. Eine Manufaktur in Konstantinopel. Wieso mache ich ihn jetzt gerade minus? Wir könnten mal kurz einfach hier mal so...
Wie viel Kohle brauchen wir denn? 439. Die Provost. Du kannst nicht machen. Du bist schließlich... Ah, hier. Stabilität erhöhen. Osmanisch schon wieder. Du bist hier nicht mehr dabei. Bündnisse kriegen nur noch die hier. 6 von 4. Provence immer noch Staatsnähe. Jetzt gehen wir mal hier auf jeden Fall rein, ein bisschen in die Diplo. Österreich bei 7. Okay, da haben wir noch einen Anspruch. Da haben wir noch einen Anspruch. 439. Frankfurt gegen Goslar, gegen den Kaiser. Eieieiei. Gefällt mir ja ehrlich gesagt nicht so ganz. Viel Kleinscheiß vor allen Dingen. Viel Kleinscheiß. Warum komme ich nicht nach Trent? Achso, weil meine Einheit da wieder eingesperrt ist. Ich bräuchte Militärzugang. Da warten wir einfach mal kurz. Wird schon automatisch kommen. General ist hier nicht drinnen. Armee von Würzburg ist... okay, die falsche Armee. Wir bräuchten... Da brauchen wir Hieronymus irgendwas. Der Hieronymus. So. Ja, schon haben wir Durchgang. Schon haben wir Durchgang. Wir nehmen einfach mal schnell die ganzen Kleinen raus. Was macht denn unsere Flotte? Reparieren. Na gut. Okay. Das ist okay. Und wir können aber gerade hier anscheinend einfach nur durchmarschieren. Dann marschiert mal nach München. So, Nürnberg. Gut. Dann marschieren wir hier weiter nach Frankfurt oder Mainz? Nach Frankfurt und nach Mainz. Okay. Gut, Leute, trotzdem, wir sind bei 28 Minuten. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann mit dem Krieg gegen den Kaiser in der nächsten Folge wieder. Servus.